Gestern haben Wiener... Ich brauche das Rotizid, um den Neuroamp fertig zu... Gut, du bist da. Wir brauchen einen Plan, um die Kontrolle über diese Situation mit Infinity LTD zu übernehmen. Der Maulwurf war wichtiger. Jetzt hat Dalton alles, was er braucht, und wir können weitermachen. Wir wissen nicht, ob Infinity die Neuroamp-Baupläne schon kennt. Wir müssen also zuerst einmal unser Produkt fertigstellen. Ich stelle dich Wiener Kaira vor, unserem Head of Research and Development. Sie weiht dich in die Details ein. Ja, Details. Der interne Neuroamp soll nämlich aus zwei Teilen bestehen. Der erste, von Infinity gestohlene Teil, ist für die manipulativen Effekte zuständig. Der zweite Teil ist eine Schildmodifikation, die den Nutzer vor anderen Neuroamp-Nutzern beschützt. Tja, das können wir nicht. Aber der Schildaspekt war nie offiziell Teil des Dominion-Projekts. Das kam erst als nachträgliche Überlegung, wie wir verhindern, selbst manipuliert zu werden. Daher wird er als separate Mod entwickelt. Die Forschung stand noch am Anfang. Zu früh für eine Freigabe durch den Vorstand. Daher wissen nur ich, DeMarcus und Masako davon. Und wie? Wir wären als Einzige sicher. Man will sich ja vor dem eigenen Produkt schützen. Sobald Wiener den internen Neuroamp und die Schildmod fertigstellt, wirst du mit beidem ausgerüstet und infiltrierst Infinity LTD. Wir dürfen den Einsatz nicht riskieren, bis dein Verstand ausreichend geschützt ist. Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie für den Erfolg von Ryujin alles tun. Du musst das als Chance sehen, nicht als Risiko. Und bei Wiener bist du in guten Händen. Solange du für uns arbeitest, hast du keine Wahl. Ich muss dich sicher nicht daran erinnern, wo die Tür ist, wenn du der Aufgabe nicht gewachsen bist. Du hast wirklich keinen Grund zur Sorge. Das Verfahren ist ganz simpel und sicher. Man braucht nur das richtige Material. Das letzte Problem bei beiden Designs war die Suche nach kompatiblen Leitmaterialien, die der menschliche Körper nicht abstößt. Ich habe endlich die perfekte Legierung, brauche dazu aber ein neu entdecktes, raffiniertes Element namens Rotizid. Die letzte angekündigte Lieferung ist nie bei uns eingetroffen und die Station antwortet nicht auf unsere Nachfragen. Wir haben einen Geheimvertrag mit Consolidated Mining, damit die Entdeckung nicht durchsickert. Die Funkstille ist ungewöhnlich. Wir haben mehrere Theorien. Auf einem neuen Planeten ein neues Element zu minen, ist riskant. Vielleicht eine Umweltgefahr, etwas Mechanisches. Oder Worst-Case-Szenario, Piraten, Söldner. Wir tendieren zu Letzterem. Die Sorge haben wir wohl alle. Deswegen solltest du auch herausfinden, was genau passiert ist, während du die Lieferung birgst. Leider ja. Also bereite dich gut vor. Wir haben den Planeten intensiv erforscht. Es sind also höchstwahrscheinlich keine Umweltfaktoren. Und Consolidated Mining hat sehr viel Erfahrung im Aufbau solcher Stationen, mit reichlich Redundanz, um mechanische Defekte abzufangen. Die Station heißt CM Station RC-1. Sie liegt auf einem Mond namens Carinae 3A im Carinae-System. Leider mussten wir uns von unserem Supply Chain Manager Camden Joe trennen. Und sein Nachfolger arbeitet sich noch ein. Ansonsten hätte ich nützlichere Informationen gehabt. Ich darf keine Details verraten. Firmenrichtlinie. Mach dich auf alles gefasst. Wenn du die Lieferung hast, bring sie sofort zu Wiener. Keine Sorge, wir gehen der Sache nach und finden die Lieferung.
doch irgendwas. Kein Sichtkontakt, kein Bums. Ist wohl alles sauber. Mission ab! Ah!
Geht in Stellung! Kann ich dir helfen? Ich kenne einen Typen, der den Red Mile Run echt abgeschlossen hat. Hat zwar ein Auge verloren, aber jede Menge Credits gewonnen. Und man hat ja zwei Augen, oder? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Nur Personal. Ganz bestimmt. Ja, kenne ich. Ich bin auch redebereit. Danke. Schön, du bekommst eine Zugangskarte. Hoffentlich regelt Infinity das. Für dich nicht okay sein. Du hast ein... Hey, wer hat dich reingelassen? Zutritt verboten. Okay, ich sag's dir. Wir haben einen Vertrag mit Infinity LTD für irgendetwas, das sie Dominion-Projekt nennen. Dr. Lane und ich sollten Versuche bei mehreren Freiwilligen durchführen. Bislang hat nur ein Patient überlebt. Neuro-Ems können sich nur wenige leisten. Als wir einen davon kostenlos angeboten haben, hatten wir plötzlich die Wahl aus jeder Menge Kandidaten. Sie kannten die Risiken. Wir dachten nur nicht, dass die Erfolgschancen so gering wären. Hey, immer mit der Ruhe, okay? Als Infinity uns eingestellt hat, hieß es, die Genehmigung für Studien an Menschen wäre schon im Gange und würde in ein paar Tagen vorliegen. Aber es kam nichts. Wenn wir fragten, sollte es immer nur noch ein paar Tage dauern. Aber wir machten weiter. Bei dem Geld und dem möglichen Erfolg war es einfach, sich zu sagen, dass das schon irgendwann kommt. Sean, was zur Hölle ist hier los? Wer ist das?
Glaubst du, wir hätten untätig zugesehen? Wir haben alles getan, um sie zu retten. Du hast keine Ahnung, wie viele Stunden wir im OP standen und wie genau wir jeden Einzelnen überwacht haben. In solchen Augenblicken denke ich immer, ich muss es nur jemanden laut sagen hören. Sean hat die Wahrheit gesagt. Wir dachten, die Genehmigung würde jeden Tag kommen, also haben wir weitergemacht. Als wir es langsam kapiert haben, war es schon zu spät. Wir haben zu tief in der Lüge mit drin gesteckt. Infinity ist für die ganze Sache verantwortlich. Wir sind auch nur Opfer. Nein, er hat recht, Ken. Wir haben das verdient, nachdem wir bei diesem Mist mitgemacht haben. Wie oft haben wir darüber geredet, zu gehen oder die Arbeit zu verweigern? 9 Menschen sind schon gestorben und vielleicht werden es 10. Infinity hat uns belogen, aber auch so gut bezahlt, dass wir nichts getan haben. Du lässt einen wildfremden Menschen unsere Karriere ruinieren? Ja, und du wirst das zulassen. Nur zu. Hol dir die Informationen, die du brauchst, um dem hier und Infinity ein Ende zu bereiten. Dr. Lane wird kooperativ bleiben. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Wir vergeuden. Ist das endlich meine Lieferung? Du hattest wohl recht, Masako. Aber 100% rein. Wenn es ums Hirn geht, dürfen wir kein Risiko eingehen. So, ich verabschiede mich. Ich muss den Prototypen finalisieren. Was hast du über CM Station RC1 erfahren? Wenn Lucas die anheuert, um ans Rotizid zu kommen, muss er verzweifelt sein. Gab es Überlebende? Die Station auf Carinae 3A und der Vertrag mit Consolidated Mining sind streng geheim. Wir dachten nicht, dass sie in Gefahr sind. Wir dachten aber auch nicht, dass wir einen Maulwurf haben. Gut, ich will Mord nicht gutheißen, aber mit rücksichtslosen Killern wie Ecliptic habe ich kein Mitleid. Erst recht nicht nach dem Massaker an unschuldigen Angestellten. Mir wurde berichtet, dass du in der Klinik gesehen wurdest. Hast du die Lieferung dorthin zurückverfolgt? Ich dachte mir, dass das zusammenhängt. Hast du herausgefunden, wozu der Sicherheitsflügel dient? Tests an Menschen? Ohne das Produkt fertig zu haben? Lucas ist wahnsinnig. Ich werde Yukos Team möglichst viele Informationen zu dieser Sache aus der Datenbank der Klinik ziehen lassen. Lucas hat Ecliptic angeheuert und nicht genehmigte Tests an Menschen durchgeführt. Das ist sein Ende. Und nachdem das Rotizid gesichert ist, können wir bald in Aktion treten. Nicht mehr lange, sagt sie. Sie und DeMarcus haben schon alles vorbereitet. Sie müssen wohl nur noch die Legierung erschaffen und in die richtige Form für ihr Design bringen. Ganz unbedingt. Und es wird Zeit, den Rest des Vorstands über die Lage in Kenntnis zu setzen. Geh in die Chefetage und rede mit Dalton. Er hat Neuigkeiten zur Identität des Maulwurfs. Ich habe ein Meeting einberufen und erwarte deine Teilnahme. Wir müssen die Endphase in Gang setzen.